Guten Morgen an alle zusammen. Ich bin heftig abgefuckt, gerade von dieser Drecks-GoPro und dem Drecks-Media-Mod. Ihr müsst wissen, das ist jetzt das dritte Video, was ich aufnehme, weil bei den ersten beiden, Bruder. Du Vollidiot, Mann. So, jetzt ist wenigstens was Interessantes passiert direkt am Anfang. Bei den letzten beiden Videos, die ich aufgenommen habe, diese scheiß Drecks Media Mod. Ich weiß nicht, wem bei GoPro so extrem ins Hirn geschissen wurde, dass er so einen Dreck entworfen hat. Wenn man nämlich das Mikro angeschlossen hat und die GoPro dann anmacht, was oftmals der Fall ist, Bruder, dann wird das Mikro nicht erkannt. Aber das ist erst seit kurzem so, weil das habe ich bei den ganz letzten Videos auch so gemacht, dass ich es einfach angeschlossen habe und dann irgendwann an, gib ihm. Jetzt System-Update und jetzt ist es so, wenn sie angeschlossen ist, man anmacht, dann wird sie nicht direkt erkannt. An einer Zickzack, welcher Hund kam auf die Idee, sowas zu programmieren? Wieso macht man sowas? Die letzten zwei Videos, Bruder, Sound war Baba, hast halt Wind ohne Ende gehört. Ist was da passiert in den Videos? Natürlich ist was passiert. Es war Feiertag, es waren Baba-Leute unterwegs, obwohl Corona und so ist, sollten die das eigentlich nicht sein. Aber halt so, man hat ein bisschen was gesehen, ein paar Leute waren überall. Jetzt ist Mittwoch, glaube ich. Jetzt, was ist die Mittwoch? Mittwoch ist heute. Jeder ist arbeiten. Es ist eins. Wir werden jetzt durch die Gegend fahren. Es wird nichts passieren. Es fuckt mich wieder so ab. Im letzten Video weiß ich, nehme alles ganz chillig auf. Denk mir nichts Böses. Bruder musste ganz dezent ein paar Mal los. Polizei ohne Ende gesehen. Ich glaube, es ist so viel Polizei, wie ich da gesehen habe. Bruder habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht an einem Tag gesehen. Von der Polizei angehalten worden, gesehen, wie ein Fahrradfahrer von der Polizei angehalten wurde. Wirklich Baba, ich hätte ein Video machen können, das wäre das erste gute Video auf diesem Kanal geworden. Und was sagt GoPro sich? Nein, fick dich ins Knie. Danke. Da vorne übrigens schon der erste Polizist. Irgendwo kommt ein Counter, der mir anzeigt, wie viele Polizeiwegen ich heute schon gesehen habe. Damit ihr seht, was gerade in München abgeht. Noch ein Polizist. Da noch ein Polizist übrigens, seht ihr ihn? Falls sich irgendeiner erinnert, ich habe in einem der ersten Videos gesagt, in knapp einem Monat wird ein fettes Auto kommen, sofern alles gut läuft. Bis vor einer Woche ist auch alles gut gelaufen. Da habe ich die Meldung bekommen, Bruder, es geht nicht. Und das Schlimmste daran ist halt, scheiß drauf, dass ich dieses Auto jetzt nicht habe. Es wurden viele Termine mit diesem Auto gemacht. Dreimal dürft ihr raten, wer die anruft darf und das alles absagen darf. Ich! Im Übrigen noch was, die Geschichte mit meinem Mic ist jetzt einigermaßen besser geworden. Ist immer noch nicht optimal, aber besser. Ich habe nämlich jetzt so Handwerker-Tape habe ich bekommen. Das Problem ist aber, da sind schon so viele Klebereste und an bestimmten Stellen ist es so verkantet, dass ich es nicht mehr aufkleben kann. Also ich sage jetzt vielleicht was, was ein paar Leute triggern wird, aber wenn das Kennzeichen mehr als einen Buchstaben für die Stadt hat, kannst du vergessen. Bruder, am besten mit 100 vorbei. Weil das ist immer noch safer, als hinter so jemanden herzufahren. Ganz besonders die aus Fürstenfeldbruck. Und wisst ihr, was das Schlimmste an denen aus Fürstenfeldbruck ist? Ich habe einen Kollegen, der von da kommt. Und ich habe ihn darauf angesprochen. Und die wissen das. Die wissen, dass man denen ins Hirn geschissen hat in der Fahrschule. Und denen ist das scheißegal. Da, Polizei. Diesmal sogar mit Blaulicht. So. Hier ist die Gang, Junge. Wir sind die Heftigsten. Mit uns legt sich lieber niemand an. So, meine lieben Kompagnons, ich habe leider keine Zeit für euch. Ein GTI Cabrio. Den sehe ich auch zum ersten Mal. Freshes Auto, Digga. Es gibt zwar keine Fußgänger mehr, dafür gibt es gefühlt 10-mal so viel Fahrradfahrer. Und ich werde jetzt noch was sagen, was nach der Fürstenfeldbruck-Aussage wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Leute hart triggern wird. Und das ist, Fahrradfahrer sind die absolute Pest auf der Straße. Also das ist ja nicht normal. Ich verstehe nicht, was ist so schwer, sich an die Regeln zu halten. Wenn rechts vor links gilt, dann gilt rechts vor links. Wenn da eine rote Ampel ist, dann hast du stehen zu bleiben. Das juckt die alle nicht. Oder diese Fahrradfahrer machen, was sie wollen. Ah, da ist noch ein Polizist. Mit Blaulicht sogar. Der wusste auch nicht genau, wo er hin will. Ich hoffe einfach, dass wir ab Montag wieder in die Normalität zurückkehren können. Ich will endlich wieder arbeiten gehen. Ich will endlich wieder normal rausgehen dürfen. Weil langsam fuckt es nur noch ab. Brabus. Alles klar.
Willkommen in München, kann ich da nur sagen. Ja, also wie man sieht, sieht man nichts. Oder 1,17 für super. Ich habe leider schon getankt, aber am liebsten würde ich nochmal tanken gehen, obwohl nur noch 2 Liter reinpassen würden. Ich fahre auch irgendwie immer die gleichen Routen bei mir in den Videos, ne? Noch ein Polizist übrigens. Macht's nochmal Bing beim Counter. Genau das meine ich. Wieder so ein scheiß Fahrradfahrer, der einfach über Rot fährt. Warum? Weil es ihn kein Stück juckt. Im Übrigen, das Quietschen, was ich im letzten Video angesprochen habe. Ich glaube, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube zu wissen, was das ist. Ich habe mich im Internet informiert und so wie es aussieht, ist es wohl der Kühlventilator sozusagen. Der quietscht halt ein bisschen, weil keine Ahnung, es wird halt nicht geölt, was weiß ich was. Weil das würde auch irgendwo Sinn machen, irgendwo auch nicht, weil er halt dann richtig laut wird, wenn man nicht fährt, aber das halt Fahrzeug halt an ist. Keine Ahnung, ob das gerade Sinn ergibt, was ich gesagt habe. Es würde auch irgendwo Sinn ergeben, irgendwo auch nicht. Weil wenn ich mich ja bewege, dann reicht wahrscheinlich die Luft, um den Motor zu kühlen. Wenn ich stehe, dann reicht sie nicht. Problem ist aber, wenn ich stehe, hört man ihn ja nicht. Sondern nur, wenn er ganz leicht rollt. Deswegen macht das auch irgendwo keinen Sinn. Aber ich glaube einfach mal dran, dass es nur der Kühler ist, der da ein bisschen quietscht. Und solange der Kollege hier nicht bis hoch auf H geht, ist es gut. Da, nochmal Polizei. Hallo? Hallo? Das ist eine Einbahnstraße. Dürfte ich jetzt die Polizei rufen?